Hi Leute und willkommen zurück zu Sacred. Wir haben jetzt ein Part das letzte Element geholt und haben Glubber dabei, den wir jetzt auch nach Hause bringen möchten. Und ich möchte immer noch kein Pferd kaufen, wenn ich gerade das Symbol da gesehen habe. Denn wir haben zwar nur ein Pferd, aber naja. Die Pferde sind jetzt nicht so geil. Jedenfalls nicht als Vampir. Als Bogenschützin, die ich sonst mal gespielt habe. Das heißt immer. Ich glaube, zweimal habe ich das Spiel schon durch. Als Bogenschütze und ja. Diese Kreaturen kann ich mit normalen Waffen nur spärlich bezwingen. Spärlich? Ja gut, dann. Das ist eine neue Funktion. Unsere verbesserte Vampirform. Ist nochmal ein bisschen stärker. So, ich weiß nicht, ob wir wirklich stärker sind, einfach nur länger die Form behalten. Aber länger die Form behalten heißt gleichzeitig stärker. Zumindest über Zeit. Auch wenn sich der direkte Angriff ist. Alter. So. Noch irgendwo einer auf den Sack möchte, du bestimmt, ne? Der bleibt unten. Oh, toll, ihr mich gesehen. Und er greift die auch noch an, der Trottel. Ja, Eisenhaupt bringt euch auch nichts. Soll ich noch eine Arme schicken? Seid ihr zufrieden? Seid ihr alle tot? Ihr seid. Ist ihr zufrieden mit eurem Tod? Du bist ja nimmt da noch nicht wirklich Schaden, das ist gut. Ich bin richtig, ich weiß es nicht. Vergebung. So. Bringen wir Glubber nach Hause. Ne, waren wir sogar schon. Zumindest auf der oberen Hälfte. Ja! Grüß die anderen von mir! Dich hole ich später! Ah, die waren wirklich schon mal. Zumindest auf der oberen Seite des Flusses. War ich da schon mal? Naja, vielleicht. Ich geh jetzt mal da unten hin und von da aus dann da ran. Irgendwie fahren wir da schon. An mir führt kein Weg vorbei. Nee, das kommt uns gerade so vor. Da ist das Dorf. Ah, Moorbruch. Bekannt für seinen Whisky, den ich vor 426 Jahren das erste Mal kostete. 426 Jahre, also. Du bist doch schon ein wenig alt. Wie durchsichtig das ist, ist echt cool. Echt cool. So. Ich muss mich leider alle hier in Ruhe lassen. Vielleicht ist doch eigentlich nur ein Händler. Zack. Na. Wir waren das einfach mal alles auf, falls wir es brauchen.
Der Zauber geht natürlich noch durch. Das wird bald wieder Tag. Los, Glubber, töte ihn. Hallo? Oh, ich bin festgehangen wieder. Hier nicht ein Zauberer. Hallo? Auf wegzulaufen. Immer wieder clever ins Feuer reinzulaufen. So, du bist down. War ich hier nicht schon einmal? Schönes Ort. Hier Glubber bleiben, werden fischen. Ogermädchen finden und glücklich sein. Du gutes Freund. Immer vorbeikommen und wir machen lecker Schmackofatze. Du nix so traurig, dass Glubber bleibt. Lebenswohl. Cool. Glubber grüßen gutes Freund. Borkenwürmer? Lecker. Okay. Oh. Herr Fremdling, ihr seid nicht von hier, was? Ihr kommt aber rechtzeitig zum Fest, geht zum Zentrum des Dorfes. Wo ist das Zentrum? Hm. Ihr seid zum Festschmaus hier, gut. Sind die nicht verschmieden? Rate mal, wer zum Essen kommt. Ah, ein Glubber? Ihr seid gut gebaut, kräftige Schenkel, beachtlich. Ihr seid Kannibalen, oder? Hallo Fremdling, ihr seid nicht von hier, was? Ihr kommt aber rechtzeitig zum Fest. Geht zum Zentrum des Dorfes. Wo ist das Scheißzentrum? Nice. Doch Kannibalen. Fleisch. Ihr sollt euer Handwerk verstehen, sagt man. Es ist Zeit, dies zu beweisen. Nice. Ich mag euch. Stirb einfach. Los. Super. Oh, das lohnt sich. Oh, das lohnt sich. Gut, dass wir alles noch verkaufen wollen. Komm mal her. Oh, schon wieder zurück verwandelt. Warum? Boah, Leute, das war eine Vampirform. Seid ready. Ah, perfekt sogar. Gerade mal schnell geheilt. Wieder einen Heiltrank gespart. Da ist noch einer. Ich nehme euch alle mit. Scheiß Kannibalen, Zombie, Untote, irgendwas. Penner. Mann, hält ihr was aus? Ja. Krieg ich irgendwas von dafür, wenn ich das ganze Dorf hier befreie? Von den Zombies? Hier ist noch einer. Da oben war auch noch einer.
weg. Das ist nur die Vorspeise. Da bin ich das Glubber nicht gestorben. Das ist ja auch schon mal was. Wir haben sie sicher hergebracht. Warum auch immer er hierher wollte. Das ist ein wahres Blutzeit auszumisten. Jetzt schon? Hm. 2000 weg damit. Wir nehmen mal Vampirismus wieder. Und Stärke. Da haben wir dann nochmal was. Wie bin ich hier auch noch nie gewesen? Hallo? Danke. Das wird doch mal den Geistern. Hm. Jens Blume. Gleich eines Mannes. Dirk Niestadt Kötter. Christian Altrogge. Das klingt nach richtigen Namen. Sind das die Entwickler? Mario, endlich. Ich kann Frau. Hä? Mario, endlich? Lass ihn da liegen mit den abgenagten Knochen. Er sieht ja gar nicht gut aus. Hm, Sebastian Walter. Dirk Schumacher. Ist das echt die Entwickler? Kann das sein? Andy Mays. Ronald Rehm. Und wollte eigentlich nicht, dass die Namen so deutsch klingen. Das Studio, das. Also Azkaban, war ein deutsches Studio, die das Spiel gemacht haben. Cool, cool, cool. Ich werde jetzt nicht alles öffnen hier. Ach komm. So. Ah, die Geister hauen auch einfach mal ab. Weg mit euch. Los, geh weg. Toll, nicht abhauen. Feigling! Du sollst einfach sterben. So meinte ich das eigentlich. Was haben wir hier? Hans Arno Wegner. Also es sind offizielle Credits. Ich hab keine Ahnung. Gibt's Credits beim Spiel? Ich weiß es nicht. So, erstmal müssen wir jetzt auf jeden Fall. Ach ne. So viel Zeug will und kann ich nicht tragen. Ist hier noch irgendwas? Irgendwer? Klubber, willst du hier wirklich wohnen? Ach, hier, einer. Ach, da oben ist noch einer. Perfekt, hier. Alter, der ist stark. Das ist nur die Vorspeise. Los. Geh drauf. Alter, der hat Schaden gemacht im Verhältnis. Bettlers. Ja, komm her. Hm, auch nichts wert. Haben wir jetzt das. So. Was ist alles? Es wirkt so. Aha, hier haben wir noch einen. Entaro. Ich heile mich mal lieber. Ich sollte meinen Rucksack ausmisten. Na, komm. Sehr viel Schwingen sind immer so nichts wert und nehmen so viel Platz weg. Das ist irgendwie nicht so geil. Hey, sind richtig lebende Kühe. Was ist da los? So, hier noch ein Zombie. Irgendwas bedacht. Das war vielleicht noch sein Haus. Ich hoffe, das schmeckt.
Ja, das hab ich auch. Dass sich schön quält, wenn er hier draufgegangen ist. Diesen Gegenstand kann ich keinesfalls mehr unterbringen. So, weg. Hm. 1000 gegen 2000 nehme ich. So, ich habe hier irgendwas noch eingesammelt. Zeitbeherrschung. Boah, da sehe ich noch was. Papier vom Ritterform, perfekt. So, jetzt habe ich aber irgendwie immer noch nichts gewonnen. Na ja, gut, jetzt war einfach nur irgendein Scheißort. Den wir gar nicht brauchen. So, ich komme noch rüber, aber hier geht also auch nichts mehr. Eine feine Höhle. Ne, hier ist nichts. Nein, 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 nein! Oh, egal. Okay. Schade. Ich dachte, wir kriegen noch irgendwas, wenn wir hier alle töten. Ich bin der Meinung, wir haben auch alle gefunden, aber naja. Aber in den Häusern waren wir jetzt nicht, aber ist auch irrelevant. Komm her! Nein. Ah, Brücken. Die Brücken sind das nervig. Nervig, soll ich gerade sagen. Super. Ja. Gehen wir jetzt hin? Ich weiß es nicht. Ich kann auf jeden Fall hier nicht mehr weg, nur solange er da auf der Brücke steht. Das ist irgendwie doof. Ja toll, und jetzt? Ich komme gar nicht weg. Es gibt keinen Weg hier weg. Spiel. Verarsch mich nicht. Ich will einfach nur weg jetzt hier. Muss das so? Soll ich hier gefangen sein? Wenn das so soll, dann finde ich es merkwürdig. Ja, toll, wie soll ich denn hier weglaufen? Habe ich irgendwas verpasst? Muss ich noch jemanden töten, den ich nicht gesehen habe? Dann rennt er da von der Brücke weg, oder? Moment, ich kann um meinen Häusern noch. Hier ist nichts. Hier vielleicht? Auch nicht. Ach, da habe ich ja geguckt, da ist nichts. Hier ist noch eine Tür. Na, komm. Na, bist du wohl? Danke. Na, geh da rein. Ist auch nichts. Okay. Frage ist, wie komme ich jetzt hier weg? Na. Im Sarg. Auch nichts. Da kann ich nicht rein. Nee, bevor ich dieses weg. Teil in den Rucksack packe, muss ich etwas anderes wegwerfen oder zu Gold machen. Hallo? Danke. Hm, okay. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Kann ich einfach durch ihn durchlaufen vielleicht? Ich glaube, ich muss leider hier durch. Ich kann wirklich einfach durch ihn durchlaufen. Was für ein Fail. Ja, und jetzt sind wir wenigstens sicher, dass wir alles getötet haben.
Ach, wenn die Tür jetzt aufgemacht wäre, ich die auch machen wollte. Auch die Quest werden wir jetzt nicht machen. Weil wir jetzt zum Ende kommen wollen, langsam vom Spiel. Noch eine Quest, Alter, schön. Wir können uns hier wieder ewig aufhalten. So, wo muss ich überhaupt hin? Ach, hier. Okay. Burg Hohenmut, ne? Ja, Burg Hohenmut. Das heißt, wir müssen da wieder hinlaufen. Oh. Oh, Mann, Mann. Weil ich werde jetzt einfach alle in Ruhe lassen. Außer ich werde natürlich wieder aufgehalten von irgendwelchen Zauberern. Oder anderen Sachen, die mich stunnen. Und mich nicht weglaufen lassen. Dein Blut reinigt deine verkommene Seele. Ah, sie haben es wieder getan. Einfach in Ruhe durchlaufen hier. Ihr seid mir nämlich vollkommen egal. Ah, sie lernt es auch nicht. So. Diese Kreaturen kann ich mit normalen Waffen nur schwerlich bezwingen. Du sollst ja nicht bezwingen, du sollst ja nur normal töten. Mann, hör auf zu heilen, ihr Penner! So, einer weniger. Erflehe Vergebung. Hey! Bleib hier, du versaust meine Quote! So. Toll. Einfach toll gemacht. So ein Arsch. Diese Wurm. Ja, will sie nicht einsammeln. Dann lassen wir das doch einfach. Blut reinigt deine verkommene Seele. Vergebung. So, die am meisten weglaufen. Oder nerven. So, ein paar Geister nochmal. Ach nö. Jetzt hört das wieder auf. Na, ist eh gleich Mittag, ne? So wie das unten aussieht. Auf der Uhr. So. Ich lieber einen Spinnen vorbei, ist dann mich wenigstens nicht. So, da ist ein Händler, perfekt. Gehen wir erstmal zu dem. Er verarscht mich. So, Händler, warum hast du kein Symbol über dir? Ich weiß, war ein besserer Fangbild bei, aber aktuell egal. Mann, stirb. So. Dein Blut reinigt deine verkommene Seele. So, dann gehen wir jetzt noch schnell zum Teleporter und dann sind wir auch ready. Perfekt, da ist er ja. Gut, dann beenden wir hier den Part und sehen uns beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob das schon das Finale wird. Wir werden sehen. Bis dahin dann. Ciao.